Hey Leute, Martin hier. Willkommen zurück zu Böse Nachbarn. Staffel 2, Folge 4, Staffelfinale sozusagen. Eine feurige Grillparty. Das war ja irgendwie schon abzusehen. Das Schweinchen ist fort und der Kühlschrank voll. Der Grill läuft auf Hochtouren und der Nachbar lässt sich ein Steak nach dem anderen schmecken. Dazu noch ein gutes Gläschen Wein. Was für ein Festmahl. Doch der Nachbar hat die Rechnung ohne Woody gemacht und der hat ein paar feurige Überraschungen geplant. Ob das ein Hinweis für uns ist? Wir werden es herausfinden. Okay, der Tagesablauf ist nicht sonderlich lang, aber ihr könnt trotzdem einiges anrichten. Als erstes gucken wir mal hier. Also der Tagesablauf ist, der Nachbar holt sich ein Steak, dann grillt er es, begießt es mit Bier, gießt seine fleischfressende Pflanze und dann geht er ein Steak essen. Und ja, das ist dann auch schon alles. Okay. Und da gibt es sicherlich einiges, was wir machen können. Erstmal schauen, Chili schläft da in der Ecke. Warten, bis der Nachbar fertig ist mit Essen. Und sich ein Gläschen Wein einverleibt. Und die Küche betritt, um sich ein neues Stück Fleisch zu holen. Komm schon. Der Papagei ist jetzt aufgewacht, aber da wir schneller aus dem Raum... schnell unter das Bett! Oh mein Gott, das war knapp. Puh. Da wir jetzt aus dem Raum gegangen sind, hat er uns nicht gesehen und keinen Alarm geschlagen. So, während wir hier sind, haben wir schon mal den Feuerlöscher kaputt. Das heißt, wir verknoten ihn. Ja. Das ist eigentlich alles. Gut, was können wir denn hier machen? Wir können zum Beispiel Wachstumsmittel in das... Nein, Wundbenzin aus, ins Bier packen. Und Wachstumsmittel in die Pflanzen. Sehr gut. Und anschließend packen wir eine Bananenschale hier in den Raum. Nee, ne? Oder? Hier oder da? Ich weiß es gerade nicht. Ah, ich glaube hier in den Raum. Okay. Packen wir es mal ins Schlafzimmer. Wenn das falsch ist, werdet ihr es eh nicht sehen, dann werdet ihr nur die richtige Aufnahme sehen. So. Und das war das Bier mit dem Wundbenzin. Und der Grill brennt, das heißt, jetzt holt er sich den Flaschenlöscher? Feuerlöscher! Aber der Feuerlöscher funktioniert nicht richtig. Tja. Das passiert, wenn man das süße Schweinchen schlachtet, mein Freund. Ich meine, ich bin auch ein Fleischfresser, aber ich züchte mir hier kein Schweinchen, sonst würde ich dafür, sonst würde ich mich mit dem Schweinchen anfreunden und könnte es gar nicht fressen. Ich bin ein schlimmer Mensch. Tja, das war das Wachstumsmittel, mein Freund. Ich hoffe, das Steak wird dir trotzdem schmecken, obwohl es fast abgefackelt war. So, ich glaube, es war richtig, die Bananenschale hier hinzupacken. Ja, denn er bleibt ziemlich lange wütend, nachdem er auf einer Bananenschale ausgerutscht ist. Was einem ein ziemlich großes Zeitfenster für eine Kombo gibt. Ja, ich denke, wir haben die 100% sicher. Ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das geschafft haben. Mal gucken, wo man sich draufsetzt. Ich meine, bitte. Mann, Mann, Mann. So, jetzt verspeist man dein Steak und gönn dir einen Aperitif. Aperitif. Lecker Essig. Mmh. Ah, schön. Schön, schön. Immer schön zu sehen, wenn der Nachbar Wutanfall hat, ne? Ja, Freunde, das war Staffel Nummer 2. Ich hoffe, wir sehen uns auch bei Staffel Nummer 3 wieder. Macht's bis dahin gut und haut rein.